Hey Leute, na, kennt ihr mich noch? Ich bin Peterle. Die meisten von euch kennen mich eher so oder so. Ich bin das, was man einen Minecraft-Noob nennt. Viele Leute haben mich gehasst und wollten mich am Boden sehen. Das haben sie auch. Ich wurde angefeindet und gehasst. Ich habe mich immer wieder gefragt, ist diese Welt überhaupt gerecht? Doch ich hörte immer wieder diese Stimme in meinem Kopf. Warum feiern wir Peterle? Damit wir wieder aufstehen können. Doch ich wusste eins, um der Beste zu werden, musste ich hart trainieren. Und so fing ich an physisch Rhythm. Aber auch mental an mir zu arbeiten. Do it! Make your dreams come true. Just do it! Doch ich habe mich in der langen Zeit nicht nur physisch und mental auf Minecraft vorbereitet, sondern ich habe auch viel Videoanalyse betrieben. Nein! Mann, Alter! Oh, Mann! Jetzt habe ich alles wieder verloren, weil ich an die Tür... Mann! Nach jahrelangem Training wusste ich nun, es ist soweit, ich bin bereit. Alter, ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich bin der Minecraft-King! Alter! Fuck, hab ich das alles nur geträumt? Hab ich das wirklich alles nur geträumt? Das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich bin wirklich zu einem guten Minecraft-Spieler mutiert. So, komm schon, Peter. Komm schon, du bist der Beste. Komm schon. Fuck!
Fuck, was mache ich denn hier? Nein, fuck! Okay, Peter, okay, ganz ruhig. Das passiert jedem Mal, dass dir das Schwert wegwirft. Ganz ruhig, ganz ruhig. Mach dich nicht nervöser, als du bist. Keine Sorge. Was mache ich denn hier ohne Messer zu kämpfen? Was? Was? Alter, ich bin so schlecht! Ja, Freunde, ich hoffe, das Weihnachts-Special-Minecraft-Video hat euch gefallen. Es ist natürlich sehr, sehr viel Slapstick dabei und ja, Freunde. Ob ich besser geworden bin oder nicht, das könnt ihr beurteilen, denn ab und zu würde es jetzt auch wieder Minecraft geben. Ich habe nämlich ein eigenes Projekt am Start. Dieses beginnt irgendwann im Januar. Da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben und über mehrere Monate richtig was Cooles gemacht. Ist so ein kleiner Mix aus Freedom und anderen Sachen. Der Teaser oder der Trailer, der kommt in den nächsten Wochen. Da arbeiten gerade ein paar Leute dran und ja, der wird erst hochgeladen, wenn er hundertprozentig fertig ist. Die Szenen dafür haben wir schon alles fertig und wir sind gerade dabei, die Folgen zu drehen, Freunde. Also freut euch da drauf und natürlich wünsche ich euch allen schöne und besinnliche Weihnachten. Kommt gut durch die Tage, esst nicht so viel und genießt natürlich die Zeit mit euren Familien, Freunde. Also, schöne und frohe Weihnachten wünsche euch euer Peterle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschaußen.